Und grüß Gott, mein Hand, herzlich willkommen zurück zum dritten Raw-Video dieses Jahres. Heute geht's auf den beliebtesten Trail in der Balkenruhe und Saalbach Hinterglimm, auf dem Hackelberg-Trail. Es ist schon relativ spät, aka kurz nach 4. Dementsprechend bin ich auch geistig nicht mehr zu 100% da. Hab auch schon einen langen Tag hinter mir und die Bahn war auch kurzzeitig gesperrt wegen Gewitter. Man sieht auch, das Wetter ist gerade, sieht gerade nicht so schön aus, ist aber eigentlich noch relativ gut, es ist trocken. Auch hier am Hackelberg Trail wurden hier oben ein paar neue Features eingebaut, also hauptsächlich Sprünge. Ansonsten ist alles so wie die letzten Jahre auch. Wir haben jetzt einen richtig coolen Step-Up reingebaut. Panorama wie immer 10 von 10. Ich bin natürlich auch, wenn ich mal so hinter mich schaue, gerade komplett alleine unterwegs. Ja, jetzt wird es ein bisschen schneller und ruppiger. Das ist übrigens auch, glaube ich, auch der Rekordhalter hier für Platten. Wenn ihr hier fahrt, solltet ihr auf jeden Fall Ersatzwerkzeug dabei haben, sofern ihr nicht eine dicke Karkasse fahrt, beziehungsweise allgemein einen sehr guten Reifen. Mal ein Durchschlag auf die Felge, sehr fein. Aber schon gappen die Steine dort. Oh, meine Hände. Die haben langsam keinen Bock mehr. Ich glaube, die Bremsen haben auch genug von dem Tag heute.
jetzt nicht auf den Kuhgitter bremsen, ist ja auch ganz praktisch. Ist schon mal sehr angenehm für die Hände. Der Trail hat erst seit heute offen, dementsprechend sind Bremswellen noch gerade relativ wenig von Bedeutung. Aber das wird sich innerhalb von den nächsten paar Wochen sehr schnell ändern. Das ist wie gesagt der beliebteste Trail hier in Saalbach. Aber das auch mit, nicht ohne Grund. Ab hier unten wird der Trail, wenn man einklicken könnte, deutlich flowiger, mehr Sprünge, nicht mehr so ruppig. Zu schnell fahren, sollte man auf jeden Fall vermeiden. Könnte unangenehm werden. Boah, mein armes Fahrrad. An der Stelle, ihr könnt ja mal gerne Feedback reinschreiben zur, ich nenne sie jetzt zweite Staffel von Raw Videos. Hier unten scheint es geregnet zu haben. Wie ihr das so findet, ich probiere ein bisschen mehr zu reden, möchte aber auch nicht allzu viel reden, weil es ja immer noch ein Raw Video bleiben soll. Ja, schreibt einfach mal gerne Feedback in die Kommentare. Dankeschön. Ich glaube, ich verliere Luft vorne. Wäre jetzt immer richtig witzig. Ich bin verschätzt da an der Kurve. Das ist immer noch so weit. Im Gegensatz zu dem, oh Gott.
Oh, die Hände sind so rot. Ja, das war's vom Michaelberg Trail. Jetzt würde es weiter in den Buchweg Trail geben, aber damit hören wir jetzt auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns Sonntag um 20 Uhr beim nächsten normalen Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.